Servus YouTube, One Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 8 mit Badass Chris, Motherfucking Redfield. In der letzten Folge ist Ethan gestorben, Herz rausgerissen und jetzt spielen wir den Chris und räumen hier richtig hardcore-mäßig auf. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Hey Alpha, sieh mal. BSAA, die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Was haben wir denn noch alles? Lasermarkierer, den brauchen wir dann auch noch? Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Was ist los? Oh, ihr habt euch mit der Falschen angelegt. Chris ist nochmal ganz anderes Kaliber. Westliche Route sicher, wie aus. Verstanden. Der ist es gewohnt, Biowaffen zu erledigen. Bio-Ws. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Na los. Hab ich doch richtig in Erinnerung gehabt, dass hier so Viech kommt. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Behaltet eure Masken auf. Easy peasy. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Alles klar. Armeis, ich brauche Hilfe! Ich sehe dich. 200 bis 10 Position. Na, von hier sind wir gekommen. Hier hat alles angefangen. Alter, wird man hier zugeschissen mit Munition. Ist ja herrlich.
endlich mal übermächtig fühlen. Ich hab dich im Blick, Boss. Kannst weiter. Position. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Yeah, mitten rein. Buja. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Gottes Willen. Guck sie dir an, Alter. Muss nachladen. Du Mist, Alter. Verdammt, die Dinger benutzen Waffen. Das Gleiche kann man irgendwie nicht sein. Funktioniert der Lasermarkierer? Geht zu der eigenen Anstellung. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Fünf weitere auf den Bergen. Ostseite. Okay, ich kümmere mich drum. Boom! Wie gefällt dir das? Okay, holy shit. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Was? Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Was den Megamyth hinten, was?
Wer macht dir einer zu schaffen? Ich brauch deine Hilfe! Was? Du bist in einer Höhle! Da ist eine Öffnung in der Decke! Benutz die! Okay, auf den Weg! Halt euch! Bin gleich bei dir! Alter Schwede. Go. Augenblick. Muss nachladen. Digga, wie sieht der aus? Er ist tot, oder? Das ist mein nächstes Ziel. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Oh, hier lang. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Mutterleaks. Da ist er, der Megamizet. Ei. Alpha Antem, ich bin jetzt bei Megamizet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Na, das war echt uncool. Zusammen hätten die viel mehr erreichen können. Wäre vielleicht noch mehr rauskommen dabei, besser geworden. Das muss Mirandas Labor sein. Proband Alcina Dimitrescu, Cartu-Kompatibilität äußerst gut, Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate, Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet.
Amoro. Proband Salvatore Moron. Cartou-Kompatibilität schlecht, Hirnfunktionen unerwartet schlecht. Das Cartou hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel, als Hülle für Eber nicht geeignet. Oh, Heisenberg. Proband Karl Heisenberg, Cartou-Kompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktionen normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Oli Benviento, die Donner. Proband Donner Beneviento. Cartou-Kompatibilität gut, Hirnfunktionen normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar, sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamizet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Cartou an ihren Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Na, wieder das Teil, Cartou. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Die Entwicklung. Das hier ist Miranda. Evelyn. Sie war da dabei. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihren reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, dass eine Unsterbliche wie Sie würden sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für sehr visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich Ihre Überzeugungen von der meinen unterscheiden. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen, ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sich exponentiell ausbreitende Infektionen, die ich anstrebte, einem Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise, ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab, eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen, ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Hölle. Hölle, sag ich schon, Höhle. Aber es ist die Hölle. Umbrella ist die Hölle, definitiv. Über das wir besprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler, Oswell E. Spencer. Ja, der Spencer. Ich glaub's nicht. Der Spencer, der später dann von Albert gekillt wurde. Was man ja auch in Resi 5 im DLC auch kurz, glaube ich, sehen kann, oder? War das da? Oder war das im Hauptspiel? Auf jeden Fall kann man da sehen, dass er den gekillt hat. Evelyn. Schon krass, wie die das alles hier verbunden haben.
Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals, aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyceten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist, mit den Megamyceten zu vereinen. Endlich kann ich die Zeremonie beginnen. Nachdem du mir gegangen warst, von mir gegangen warst, war ich von solch Trauer erfüllt, dass ich in einer Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückkehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyceten ein, so konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Katu erschuf, aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alsina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lycans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert, sie sagte, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes, dank ihnen erfuhr ich von Rose, ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Ja, hier ist er auch mit drin im Team drin. Da rechts ist Mia, links ist der Typ, wo mit Mia unterwegs war. Das war, glaube ich, der Typ. Und hier haben wir nochmal Miranda. Miranda und ihr Kind, Eva. Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Wie vermisst. Fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Fort? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Ethan kann nicht einfach so sterben. Ich
fühle mich irgendwie bei Game of, wie gerade wie in Game of Thrones. Ist da jemand? Der Herr des Lichts bringt uns zurück, Alter. Wir sind wie Beric Dondarrion, Alter. Einfach 6-mal wieder zurückkommen. Nee, also, ist ja klar, was mit Ethan ist. Wir haben ja die Scheiße in uns. Komm hierher. Deswegen leben wir noch. Und können auch all das, was wir leiden, die ganzen körperlichen Schäden regenerieren. Scheiße, mein Körper. Wir haben diese regenerative Fähigkeit. Das sollte eigentlich schon längst klar sein, weil so oft wie uns die Hand abgehackt wurde, aufgespießt wurden, zerfleischt wurden. Du bist so dumm. Und jetzt kommt wieder Evelyn. Evelyn? Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda. Sie. Nein. Ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da. Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren, bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose, Mia, verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose. Ich muss meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot! Ich werde... Rose, reiten! Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke?
Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Oh shit, Digga. Okay, Leute, ich würde sagen, das war eine weitere Folge Resident Evil 8. Das hat sich alles größtenteils aufgedeckt. Alles hat sich erklärt. Crazy shit auf jeden Fall. Nächste Folge gibt's den Showdown gegen Miranda. Und das Ende von Resident Evil 8. Zumindest der Hauptstory. DLC haben wir ja auch noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Wallgamer YouTube. Ciao.